Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lufia, The Legend Returns. Im letzten Part haben wir Daos ein bisschen mal auf die Omi gegeben, er ist uns allerdings entwischt und, naja, vorher hat er noch ein bisschen für richtigen Chaos gesorgt, fürs richtige Chaos. Und wir haben ein weiteres Teammitglied. Ich habe auch hier ein bisschen gelevelt, wie man sieht. Ich habe jetzt auf einmal Level 79, ich habe mal kurz 10 Level trainiert. Ich hätte gerne noch weiter trainiert, einerseits, um das Spiel jetzt richtig zu ficken, andererseits, ich habe echt keine Lust mehr gehabt zu leveln. Ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit sehr viel gelevelt jetzt die letzten Tage und ich habe jetzt einfach keine Lust mehr gehabt und aber auch wirklich keine Zeit mehr, muss ich sagen. Ganz egal, auch wenn ich Lust gehabt hätte, ich habe eh keine Zeit mehr zu leveln. Jedenfalls, wo ist er denn? Da, Jurist, oder ich glaube, ich habe dich Jürgen genannt. Genau, ich nenne dich alles Jürgen. Ja, Jürgen, Estok heißt sein Schwert. Ich muss dazu sagen, ich habe immer noch nicht so wirklich begriffen, für was er gut sein soll. Weil, erstens, seine Werte sind ja nicht gerade gut. Ich meine, wenn ich jetzt mal Ruby anschaue, ja, ja gut, es ist 20 Level höher, ja, aber trotzdem. Weißt du, ich finde ihn halt jetzt nicht gerade so prickelnd. Ich meine, Ruby ist halt Ruby. Außerdem hat sie Tittenbonus. So, und was bist du? Bei dir weiß ich ja nicht, ob du Mann oder eine Frau bist. Und was soll dieser Kackpunkt an der Stirn? Bist du Inder oder sowas? Weißt? Nee. Keine Ahnung, was mit dem ist. Ich kann ja nicht mal mit dem kämpfen. Selbst wenn ich es wollte, ich kann nicht mit dem kämpfen. Die ganze Zeit kämpft er nicht mit. Ich blick bei dem nicht so ganz durch, muss ich sagen, was der jetzt in meiner Partie zu suchen hat. Aber deswegen muss er auch gar nicht trainiert werden, sage ich jetzt einmal. Ja, der Beste ist sowieso Moose. Moose, du bist großartig, ich liebe dich. Du bist der tollste Charakter im ganzen Spiel. Ja, man sieht, ich habe knappe 3 Millionen Gold und 112.000 LP. So, und ja, jetzt müssen wir Daos verfolgen. Allerdings kommen wir nicht mehr in den Turm der Sorge, hieß er, glaube ich, rein. Weil der Zugang verschüttet ist. Ja, und jetzt müssen wir irgendwie einen anderen Eingang suchen. Allein der Gedanke an ihn lässt mich weinen. Ist halt jetzt die Frage, wo gibt es jetzt irgendwie... ja, wir sollen irgendwo woanders hin, aber ich weiß nicht wo. Willkommen, Übernachtung kostet 300. Hey, ruhst du dich aus? Nee. Wenn er meint, kommt mal wieder. Nee, nie wieder. Ich will mich jetzt gerne noch ein bisschen umhören, weißt? Vielleicht wissen ja... hier irgendwelche Leute, wo ich hin soll. Dann sollten die mal dran denken, die Welt zu retten und nicht ich, wenn ich schon keine Ahnung habe, wo ich hin soll. So, hier liegt aber auch nirgends was. Hey du, du weißt doch, wo ich lang muss, oder? Jan war ein toller Kerl, ich vermisse ihn sehr, Trottel. Weißt du, wo ich lang muss? Sammy, tut mir so leid. Ich kann gar nicht mit dem Weinen aufhören. Menno, weißt du überhaupt, wo ich lang muss? Hätte nicht gedacht, dass das passiert. Ich kümmere mich um Sammy. Was zum Geier? Wo muss ich lang? Hallo? Will mir das jemand sagen? Hier, die, wo hier drin wohnen, die wissen das. Du weißt es. Ah, kein Wunder, dass man ihn Turm der Sorge nennt. Achso, ich hab gemeint, das ist schon wieder ein Übersetzungsfehler. Wäre der Turm nicht, würde Jan, du weißt schon, immer noch mit Lego spielen und so. Okay. Weißt du, wo ich lang muss? Jan, bitte besiege Daos. Halt, ich habe dich ja Jürgen genannt, dich nicht Jan. Ich habe das in meinem letzten Part auch schon passiert, dass ich ihn aus Versehen Jan genannt habe. Friedo von Tanbar, das ist schön. Nein, eigentlich nicht. Warum müssen uns die jungen Leute so früh verlassen? Was? Was? Wie's, was? Was? Wieso? Ich finde einmal die Abkürzung Weltklasse. Ein Verlobungsring wahrscheinlich. Soll heißen, das ist das Grab von Jan. Ist dann bei den anderen Gräbern auch was? Nö. Nö. Doch. Lebensklingen. Was das sein soll? Vielleicht Lebensklinge. Warum liegt bei den Gräbern was? Warum ist das so? Warum ist das da? Hui, 30 besser. Ja, nehme ich doch gleich mal, weißt. Warum nicht?
Kann jemanden heilen? Sexy. Klingt doch nicht schlecht. Da. Rabatt in Läden. Ist das alles? Ist das alles? Brauche ich nicht. Ich meine, hallo, ich bin... Ich habe Kohle ohne Ende. Wenn mir das Spiel, wenn mir jetzt in diesem Spiel noch jemals wieder das Geld ausgehen sollte, dann fresse ich einen Besen samt Stiel. Nimm das auf und lade es auf YouTube. Was führt dich heute hierher? Ja, ich wollte mal lernen, wie man Kinderleinen anlegt, aber lassen wir das Thema. Ja, hier kann mir irgendwie auch keine Sau helfen. Das ist nicht ganz so toll. Wie kann ich auf mein Schiff? Ich wollte eigentlich mit Schiff jetzt weg und so, aber... Wenn ich jetzt wüsste, was ich jetzt machen soll, dann wäre ich schlauer. Oh, das hast du ganz toll. Was? Moment mal, Moment mal, Moment mal. Jemand ist der Gegner bei der Lebensklinge. Warum zum Geier gibt man mir eine Waffe, mit der ich den Gegner heilen kann? Warum? Warum existiert so eine Waffe? Was ergibt das für einen Sinn? Ich erkenne keinen strategischen Nutzen darin. Auch nicht, dass ich meine Kameraden damit heilen könnte, denn da ist es viel besser, wenn ich ein Item schmeiß. Ey! Was hat diese Waffe für einen Sinn? Wieso ist das da? Was hast du für eine Existenzberechtigung? Weißt du, wie ich lang muss? Die Höhle ist eingestürzt. Wir kommen hier nicht zum Turm durch. Das ist schön. Eigentlich ja nicht, weil ich ja hier lang muss, aber... Ja, ich kann auch nichts machen. So, und jetzt ist halt die große Frage. Du da! Weiter vorne gibt es zu viele böse Monster. Da ist hier normalerweise abgeschlossen. Muss ich da jetzt rein? Ich gehe jetzt einfach mal. Ich werde euch nicht aufhalten. Aber seid bitte vorsichtig, auch wenn ihr überlevelt seid. Ich muss hier jetzt anscheinend rein, aber ich dachte, ich war hier schon mal drin. In der Tamba-Höhle. Sind die Monster hier eigentlich wirklich so gefährlich? Wie der Fuzzi gesagt hat? Ich glaube ja eigentlich weniger, weil... Weißt du, ich müsste überlevelt sein. Ach, scheiß doch auf die Kiste! Weißt du, selbst wenn irgendein Sexspielzeug drin ist, ich brauch's nicht. Oh. Was ist denn das? Ein blaues Irrlicht. Oh, das machst du mal ganz toll, Moose. Wow. Kurze Auszeit. Spike, warum fügst du so wenig Schaden zu? Hä? Warum fügst du so wenig Schaden zu? Liegt das an der Lichtklinge? Hat Randolph keine Lichtklinge ausgerüstet oder was? Liegt das an deiner Waffe? Ist der Gegner resistent gegen Licht? Warum ist ein Geist resistent gegen Licht? Warum macht man sowas? Das Gegenteil wäre eigentlich logischer gewesen. Ja, du hast die Lichtklinge ausgerüstet. Du hast Framberg. Ja, nicht Lebensklinge. Lichtklinge. Schadenfallen mit Statusanomalien. Okay. Ja, okay. Und jetzt ist das dann nur stark gegen Gegner mit Statusanomalien oder was? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Geist war einfach... Ich glaube einfach, dass das, dass dieses Schwert irgendwie noch irgendwie so, keine Ahnung, so Lichtschaden macht, sage ich jetzt mal. Und dass das Viech einfach komplett resistent dagegen war. Oh. Mörder, weißt du, das klingt halt auch wieder so. Sturm. Ach, Moose, du bist so toll.
Moose, du bist großartig. Ja, er war einfach nur resistent dagegen. Und wie resistent der war. Heieieiei. Leute, ihr wisst schon, dass ihr überlevelt seid, oder? Also macht's mal hier bitte ein bisschen hinne. Kommt's. Heute noch. Morgen will ich woanders sein. Die machen mir immer noch viel zu viel Schaden, die Gegner. Immer noch viel zu viel Schaden. Ich kapiere das nicht. Ich kapiere es nicht. Ich verstehe es nicht. Kann mir das mal bitte jemand erklären? Ich kapiere es nicht. Leute, schreibt es mir mal in die Kommentare, falls ihr euch irgendwie gut mit diesem Spiel auskennt. Erschlag, das ist gut. Wow, was haben wir denn da? Proxion, wie auch immer man das ausspricht. Kann mir das mal bitte jemand erklären? Leute, falls sich einer von euch mit diesem Spiel wunderbar auskennt, bitte schreibt... Warum hältst du so viel aus? Warum machst du das? Bitte schreibt es in die Kommentare, warum zum Geier ich nicht überlevelt bin. Ich müsste überlevelt wie scheiße sein. Ich müsste die Gegner normalerweise regelrecht in den Arsch ficken. Da, warum machen die immer... Warum macht das alles immer noch so viel Schaden? Da, 99. Schreibt es mir wirklich mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, warum zum Geier die immer noch so viel Schaden machen. Ich meine, ich müsste Level wie solche sein. Ich müsste logisch... Ich müsste eigentlich nur noch irgendwie 10 KP oder sowas bekommen. Und selbst wenn es irgendwie keine Ahnung, weil sie von Haus aus einfach hohen Angriff haben, dann... Warum zum Geier... Wie kann es sein, dass ich... Oh, es gibt nur 30. Wie kann es dann bitte sein, dass ich die nicht immer one-hitte? Müsste doch mittlerweile echt der Fall sein. So, kurze Heilrunde. Ich dachte, ich wollte mir keine Heiltränke mehr kaufen. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, das würde mich langsam echt mal interessieren. Kann ich da... Nein, ah, das. Okay. Hallo! Ey, sag mal, der wartet da halt eiskalt auf mich. Geheimnisblase. Och, Moose. Du brauchst doch keine Geheimnisse von mir haben. Aber sowas ist toll. Verteidigung senken. Ach, sowas gefällt mir. Moose, das darfst du öfter machen. Ruft Freund. Warum haben die ganzen Gegner immer so viele Freunde? Haben wahrscheinlich 1 Million Freunde bei Facebook. Dann machen sie einen kurzen Klick. Und dann kommen sie alle her, wenn sie Freunde rufen. Kurzen Klick auf Facebook. Und ich würde es jetzt echt langsam gerne mal wissen. Weißt... Ich müsste euch doch eigentlich das Hirn rausprügeln. Moose-Schlag! Ach, Moose, du bist toll. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich will mir das mal bitte jemand erklären. Sonst bin ich dazu verleitet, noch weiter zu leveln. Bis ich einfach Level 100 habe, mir einfach alles scheißegal ist. Bis zu welchem Level geht's hier eigentlich in dem Spiel? Wäre langsam aber sicher mal interessant zu wissen. Weil, ich habe zwar keine Ahnung, wie lange das Spiel noch geht, aber wenn das jetzt so weitergeht, dann habe ich bald Level 100. Würde mich also dementsprechend mal interessieren, ja, wie lange dieses Spiel noch ist. Dann machen wir mal Breitseite. Und letztes Wort. Da geht's ein bisschen schneller. Und Schnellfeuer überlistet, überwindet, dass der Gegner da resistent dagegen ist. Das ist schön. Breitseite, jetzt gibt's hier Schaden. Jetzt wird Schaden gefressen. Breitseite ist genial. Ein genialer Angriff. Geh mal einfach runterkommen. Weißt du, warum? Ich mag doch nicht so viele Gegner. Ich bin doch überlevelt ohne Ende. Außerdem, warum haltet ihr so viel aus? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ich manchmal nur 20 oder 80 oder irgend sowas zufüge und dann wieder 300 ohne Crit?
Ich verstehe die ich verstehe das Balancing in dem Spiel nicht so ganz, muss ich sagen. Wobei ich dazu sagen muss, ja, ich verstehe nicht nur das Balancing, ich glaube, das Spiel hat kein Balancing. Wenn ich mir das mal so anschaue, dass ich die Gegner immer noch nicht one-hitte. Und die mir immer noch so unfassbar hohen Schaden machen. Das ist eben das, was ich meine. Ist der auch resistent gegen Licht oder was? Ich brauche definitiv eine andere Waffe wieder für Spike. Diese Lichtklinge ist ja 7. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? 7. Danke, Moose. Wenigstens einer ist hier noch zu gebrauchen. Meine Herren. Der einzige Charakter, der hier noch zu gebrauchen ist, ist Moose. Weißt du, diese Scheiß... Was seid ihr überhaupt? Roboter? Die regen mich langsam aber sicher echt auf, weißt? Ah, Mann. Sowas regt mich auf. Illusionsschweif. Moose, du bist so herrlich. Ich sag's ja, Leute, der einzige... Ja, Moose bekommt ein Level-Up, so muss es sein. Der einzige nützliche Charakter in diesem ganzen Spiel ist Moose. Den Rest kannst du volle Lotte in der Pfeife rauchen. Schön. Moose, du bist der einzig brauchbare Charakter, den ich habe, habe ich so manchmal das Gefühl. Das ist beispiellos. Wirklich beispiellos. Wie kann es sein, dass Randolph tot ist? Ich möchte es gerne nochmal erwähnen. Ich bin über 30, wenn nicht sogar 40 Level über dem normalen Durchschnitt. Ich habe das doppelte Level, das man hier normalerweise hat. Das doppelte. Wie kann das sein, dass die Gegner mir teilweise immer noch irgendwie leichte Probleme bereiten? Besser gesagt, nicht One-Hit KO gehen. Wie kann das sein? Das kann doch nicht sein, dass ein Spiel so schlecht gebalanced ist. Das kann nicht sein. Das kann unmöglich sein. Das muss an was anderem liegen. Es muss an irgendwas anderem liegen. Aber ich habe keine Ahnung an was. Ist es tatsächlich so, wie ich damals meine Theorie da aufgestellt habe, dass die Gegner mit mir mitleveln? Ist es das? Leute, wenn ihr es wisst, bitte verratet es mir. Schreibt es in die Kommentare. Weil langsam aber sicher bin ich hier echt am Verzweifeln. Ich bin halt eigentlich der Meinung, dass ich schon längst überlevelt sein müsste. Aber ich bin's nicht. Und ich würde gerne wissen, warum. Weißt? Ich würde so gerne schreien gerade. So wahnsinnig gerne einfach schreien und alles umschmeißen, was hier ist. Mein scheiß verficktes Glas, das hier auf dem Tisch steht. Einfach nur noch irgendwie ins Eck schmeißen und den PC gleich hinterher. Aber das geht ja nicht. Es ist 20 nach 8 abends. Ich darf hier nicht so laut rumschreien. Aber am liebsten würde ich gerade einfach nur noch den ganzen Bullshit hier aus dem Fenster schmeißen. Weil mich das echt ankotzt. Also tut mir leid. Ah. Ich meine, ich geb's zu, ich habe einen harten Tag hinter mir, hört man. Einen harten und nervigen Tag, ich geb's ja zu. Aber, ah! Gegner, dem man nicht ausweichen kann. Warum wird sowas programmiert? Gegner, denen man nicht
ausweichen kann. Warum programmiert man sowas? Warum? Die Antwort wisst ihr, die Antwort weiß ich. Japaner. Warum schiebe ich eigentlich immer alles auf Japaner, wenn ich irgendwie angepisst bin oder so? Ich schieb alles auf Japaner. Wer ist schuld? Japaner. Grundsätzlich Japaner. Wer hat's ausgefressen? Die Japaner. Kennt ihr dieses uralte Lied von... Oh, von wem ist es? Keine Ahnung, das war damals, das ist ja uraltes Lied, sage ich jetzt mal. Das war ja irgendwie in meiner Kindheit, glaube ich, lief es. Wie ist es? Wer hat das Gras weggeraucht? War das... Gegner, denen man nicht ausweichen kann. Wer das Lied kennt, der kann sich jetzt selbst zusammenreimen, was ich meine. Und es irgendwie versuchen, selbst zusammenzureimen, was ich meine. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwas zu erklären. Ja, Moose hat Angst. Moose, du darfst die sogar verteidigen. Du bist das einzige Lebewesen in diesem Spiel, das alles darf. Weil du bist toll, Moose. Du bist großartig. Du bist einfach... Ah! Ich liebe Moose. Es ist ein Teddybär. Es ist ein fucking Teddybär. Nein, nicht fucking. Es ist ein zuckersüßer Teddybär. Es ist ein Teddy. Er ist einfach süß. Ganz ehrlich. Wenn ich mal so ehrlich sein darf, Moose ist, ist der einzige Grund, weswegen dieses Spiel eine Existenzberechtigung hat. Ja gut, so, ich will es jetzt nicht übertreiben, okay. Aber Moose ist toll. Wow, da wäre ich jetzt fast selber schuld gewesen. So. Du bist wahrscheinlich... Nein, kein unausweichbarer Gegner. Hä? Ist da die Treppe? Hä? Achso, das ist ein Gegner, der da... Dieser rosa Punkt, das ist der Gegner. Ah, das wusste ich gar nicht, dass Gegner auch angezeigt werden auf der Karte. Gut, da bin ich jetzt selber schuld. Das ist... Da bin ich jetzt reingelaufen. Ein Starrer. Doppelschlag. Moose, du bist einfach toll. Weißt du, wie halt Moose mehr Schaden zufügt als Spike? Oh boy. Oh boy. Bin ich hier eigentlich richtig? Das ist gerade die nächste Frage. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Keine Ahnung, ob ich richtig bin. Ich weiß es nicht. Moose, wie viel brauchst du bitte zum nächsten Level Up? Du brauchst dringend ein Level Up, Moose. Du bist meine einzige Rettung in dem Spiel. Traurigerweise wahr. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Moose meine einzige Rettung in dem Spiel ist. Okay, hier noch durch. Nein, nein, ich schreie nicht. Nein. Nein, ich bleib cool. Alles cool. Ich reg mich nicht auf. Ich reg mich gar nicht erst auf, dass es irgendwelche Gegner gibt, denen man gar nicht entkommen kann. Warum baut man so ein Kampfsystem bitte ein, dass man den Gegnern ausweichen kann, wenn es dann Gegner gibt, denen man nicht ausweichen kann? Warum baut man so etwas denn überhaupt? Warum macht man sowas? Die Antwort wissen wir beide, Japaner. Ach, Moose. Was würde ich ohne dich... Ich überlege gerade irgendwie, ob ich Spike nachträglich noch abtreiben kann. Und stattdessen irgendwie aus... irgendwie einen Moose-Klon erschaffe. Ist gerade so mein Gedanke. Mal eine Frage an die Frauen da draußen. Ich meine, da kennen sich Frauen jetzt vielleicht besser aus. Bis zum wievielten Monat hilft die Pille danach? Wirkt die bei Spike noch?
bei dem? Hoffe ich mal. Weil sonst wäre das irgendwie blöd. Weil langsam aber sicher kotzt der mich an. Stärkster. So, einfach weil wir es können. Wie viel heilst du? Wie kommt man auf die Zahl 1154? Wie kommt man auf diese Zahl? Ich habe keine Ahnung, wie man auf diese willkürliche Zahl kommt. Das muss doch irgendwie berechnet werden. Mich würde echt mal interessieren, wie. Wow, ach komm. Ach komm. Moose, danke. Komm, macht es einfach kaputt, das Viech. Meine Herren. So, Treppe runter. Bin ich unten? Ich bin halt eiskalt immer noch nicht unten, weißt du? Es geht hier halt ewig runter und... wow, 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 was? Hallo? Ich wollte gerade sagen, was sehe ich denn da? Der Part ist ja schon längst vorbei. Dann machen wir die Gegner hier mal noch kaputt. Komm! Schön gemacht, Randolph. Endlich hast du auch mal was Vernünftiges gemacht. Oh boy, ja, wie gesagt, ich habe es jetzt schon 10.000 Mal gesagt, aber schreibt es mir in die Kommentare, warum bin ich nicht überlevelt? Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es nicht. Ich will überlevelt sein. Ich will es. Ist es denn so schwer verlangt? Ich will doch nur die ganze Welt mit einem Schlag auslöschen können. Ist das denn so viel verlangt? Anscheinend ja. Das ist anscheinend zu viel Macht für einen einzelnen kleinen Menschen wie mich. Wäre vielleicht einfach zu schön, um wahr zu sein. Naja, ich würde mal sagen, im nächsten Part schauen wir uns hier weiter ein bisschen um. Ich hoffe echt, dass ich hier richtig bin. Weil ansonsten habe ich echt keinen Plan mehr, wo ich noch irgendwie lang sollte. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Lufia The Legend Returns für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.